Hey und willkommen zu einem etwas spezielleren Video. Heute stelle ich dir meine Top 5 Politik-Anime vor. Ich berücksichtige Anime, die in irgendeiner Art Politik beinhalten. Bevorzugt natürlich Anime, deren Schwerpunkt mehr auf diesem Thema liegt oder es gar ein Bestandteil der eigentlichen Geschichte ist. Viel Spaß mit diesem außergewöhnlichen Thema. Platz 5. Ich denke, dass Code Geass als erster Anime hier in der Liste ganz gut geeignet ist. In Code Geass geht es um Lelouch, welcher der Sohn des Königs von Britannia ist. Britannia greift am 10. August 2010 Japan an und Lelouch musste mit ansehen, wie seine Mutter von den Truppen getötet wurde. Von da an schwört er sich, das Königreich Britannia zu zerstören. Der Anime ist mit politischen Konflikten nur so durchzogen. Nicht im langweiligen Sinne, sondern eher im strategischen Sinne. Lelouch klügelt viele raffinierte Pläne gegen das Königreich aus, welche oftmals auch aufgehen. Man darf nie vergessen, gegen wen Lelouch im übertragenen Sinne kämpft. Seinen eigenen Vater, den er aber durch die Ermordung seiner Mutter abgrundtief hasst. Lelouch bekommt aber dank dem Charakter Sissi eine Fähigkeit namens Geass, mit dem er anderen seinen Willen aufzwingen kann. Der Anime handelt praktisch nur um eine riesige epische Geschichte, voll mit strategischen Plänen, um das Königreich Britannia aus Japan zu vertreiben. Dabei scheut sich Lelouch allerdings nicht, auch große Opfer zu bringen, wie du selbst auch im Anime erfahren wirst. Platz 4. Aslan Senki ist eine heldenhafte, epische Geschichte, in der du den gebrechlichen jungen Aslan dabei begleitest, wie er die lusitanischen Truppen aus seinem eigenen Land wieder vertreiben will. Aslan wurde Kronprinz, als er 5 Jahre alt war und seine Mutter an vergifteten Wein starb. Aslan besuchte eine Schule, bis er eines Tages in seine erste Schlacht ziehen sollte. Der junge Prinz Aslan kommt allerdings nur knapp mit dem Leben davon, denn die Parsianer unterliegen im Krieg gegen die Lusitanier. Als Aslans Vater König Andragoras III. Von Verrätern aus dem Lager in einen Hinterhalt geführt wird. Nur von seinem treuen Freund Dayun und einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Anhängern unterstützt, macht der junge Prinz sich an die unmöglich scheinende Aufgabe, sein Land von den lusitanischen Truppen zu befreien, an deren Spitze der mysteriöse Silbermaskenträger steht. Ich denke, dass der Politikanteil bei Aslan Senki ziemlich offensichtlich sein sollte. Das Ganze spielt in einem mittelalterlichen Setting und bietet ähnlich wie in Code Geass viele strategische Schachzüge und Intrigen, die teils echt ausgeklügelt sind. Generell ist die Diplomatie in Aslan Senki aber mehr anwesend als in Code Geass. Platz 3. An der Stelle kann ich dir auch noch den Anime Magi sehr empfehlen, da es dort mehr oder weniger auch um die Eroberung der gegnerischen Reiche geht. Dort spielt die Diplomatie aber noch eine um einiges größere Rolle. Magi erzählt die Abenteuer des jungen Aladdin. Dieser besitzt eine magische Flöte, mit der er den kopflosen Djinn Ugo beschwören kann. Seit sich Aladdin gewünscht hat, dass Ugo sein Freund ist, begleitet er ihn auf seinen Reisen. Aladdins Ziel ist es, das Geheimnis um seine Identität zu ergründen, über die er so gut wie nichts weiß. Außer Ugo helfen ihm bei seinen Abenteuern noch viele andere Freunde, die er während seiner Reisen kennenlernt. Genau diese Freunde sind sehr mächtige Verbündete und teils sogar Könige von ganzen Ländern oder Bündnissen, die aus mehreren Ländern bestehen. Und da sich ein bösartiges Reich namens Khorasan verbreitet und die umliegenden Länder mit seiner riesigen militärischen Macht einfach überrumpelt. Später im Laufe des Anime geht es also auch ein wenig mehr um die generelle Welt und die Beziehung zwischen den Reichen. Oder zumindest die Umstände manchmal auch ohne Kämpfe zu verbessern, auch wenn das natürlich nicht immer klappt. Magi zeigt dir einfach eine echt hammerschön erzählte Geschichte, auf der du regelrecht mitgenommen wirst. Platz 2. Wenn du einen politischen Konflikt suchst, der sogar so groß ist, dass er die Erde verlässt und schon 150 Jahre andauert, bist du bei The Legend of the Galactic Heroes die neue These genau richtig. In einer fernen Zukunft bevölkern die Menschen Teile der Milchstraße, doch schon seit 150 Jahren führen die zwei größten Mächte, das Galaktische Imperium und die Allianz der freien Planeten, einen scheinbar endlosen Konflikt.
Inmitten dieser unruhigen Zeit leben in den verschiedenen Großmächten zwei gleichermaßen geniale junge Männer. Auf der einen Seite Reinhard von Lohengram, der in seinem Ehrgeiz einen Wandel der Regierung anstrebt, und daneben Yang Wenli, der zwar eigentlich Historiker werden wollte, jedoch aufgrund Geldmangels der Armee beitritt. Und so begleitet man Reinhard von Lohengram und Yang Wenli dabei, wie sie ihren Weg gehen. Und genau hier kommt auch der Wendepunkt zustande. Zu einem möchte Reinhard die politischen Beziehungen zwischen den beiden verfeindeten Nationen verändern, währenddessen Yang durch die Entdeckung seines militärischen Genies zu einem Admiral wurde. Somit werden die beiden Rivalen, die den Konflikt beider Parteien ganz gut darstellen. Wie ich finde, ein echt interessanter Titel, der sich mal traut, auf der Größenordnung nochmal einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Schau also mal rein. Platz 1. Die Geschichte rund um Psycho Pass sollte man mittlerweile eigentlich kennen, aber hier ist sie noch einmal. Gerechtigkeit eröffnet eine neue Welt. In einer nahen Zukunft hält das Netzwerk Civil System den öffentlichen Frieden aufrecht, indem es die Psychen der Menschen analysiert und überwacht. Kriminalbeamte jagen sogenannte latente Verbrecher, noch bevor diese Delikte begehen. Latente Verbrecher sind Menschen, dessen Psyche vom Civil System als labil bewertet wurde. Und so werden sie, falls sie nicht gehorchen, von den Beamten ausgeschaltet, da sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. In Psycho Pass wird es noch ein wenig komplizierter, denn so genau hat der Anime nichts mit Politik zu tun, denn im übertragenen Sinne übernimmt das Civil System die drei tragenden Gewalten, die Legislative, die Gesetzgebung, im Sinne vom Tragen der Entscheidung, wer psychisch gesund ist und wer nicht, die Exekutive, die ausführende Gewalt, dass das Civil System entscheidet, wer ausgeschaltet werden soll und den entsprechenden Befehl dazu herausgibt, und die Judikative, Rechtsprechung, da das System selbst entscheidet, wer was oder wie Gerechtigkeit definiert wird. Zwar sind die Vergleiche nicht perfekt und können nicht ganz 1:1 auf das Drei-Gewaltensystem übertragen werden, allerdings veranschaulicht das, denke ich mal, ganz gut die Macht des Civil Systems. Dementsprechend beherrscht es die Menschheit regelrecht. Da kommt einem als Zuschauer und später den Charakteren auch selbst die Frage in den Kopf, was Gerechtigkeit genau überhaupt ist und wie diese definiert werden soll, besonders in so einer verdrehten Welt. Was ich mit dem letzten Satz speziell meine, werdet ihr an einem der entscheidenden Wendepunkte des Anime sicherlich verstehen. Ich hoffe, dass das interessant gewählte Titel waren und ich eventuell sogar einen Anreiz geschaffen habe, mal bei dem ein oder anderen Anime reinzuschauen. Schreib mir mal in die Kommentare, wie deine Ansicht zu den von mir vorgestellten Anime ist und welche du eventuell noch hier in die Liste hinzufügen wollen würdest. Damit soll's das auch schon gewesen sein und man sieht sich dann jede Woche Donnerstag um 18 Uhr zu einem Livestream wieder und jeweils Samstag und Sonntag um 16 Uhr zu einem neuen Video wieder. Bis dann und ciao!